Ich bin einige Jahre S-Bahn gefahren, nicht nur aus Kostengründen, sondern auch aus ökologischen Gründen. Ich wollte gerade mal hier feststellen, das hört man, glaube ich, im Hintergrund, S-Bahn, blau-weiß, Ersatzzüge, wie lang die ist. Also es gibt ja den Einzelzug, dann zwei gekoppelt und das waren drei zusammen. Ne? So ist es dann. Morgens war es manchmal ganz voll, wenn die ganzen Schülerinnen und Schüler drin waren. Im Sommer war das eher angenehm, weil die spärlich bekleidet waren, die Damen. Das fand ich gar nicht so schlecht. Aber ökologische und ökonomische Gründe können ja zusammenkommen. Der Schwabe fragt ja immer, was kostet's. Ne? Und wenn es nichts kostet, dann ist es nichts. Es muss was kosten, dann taugt es auch was. Schwäbisch. Ich bin ja inzwischen ein Württemberger, wie Sie wissen, eingemeindet. Der Neig schmeckte nach einer gewissen Zeit, ist er wirklich integriert. Ne? Integration, Inklusion, wichtiges Thema. Auch im bevorstehenden Wahlkampf, der läuft ja eigentlich schon, Kommunalwahlen. Ich war ja an das Schweigegelübde gebunden vom Landkreis. Jetzt nicht mehr, außerdem bin ich längst Kandidat, wie Sie wissen. Jetzt geht es nur noch um die Feinheiten und dann kann ich auch zwischen Ostern und Pfingsten ein bisschen Werbung machen. So habe ich es vor. Und dann wird man mal, ach so, ja, internationaler Frauentag, 8. März, da machen wir es, da bin ich auch dabei.